Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Hä? Jetzt muss ich wieder woanders lang. Du verwirrst mich, Pfeil. Achso, dahin. Ah, ja, das macht Sinn. Dann werde ich nicht. Wo denn? Sterbt! Alles klar. Luffy! Das musst du doch nicht tun! Kommst du? Okay. Oh, Schnuffi, ey. Oh, das ist schon süßer. Das wird alles für uns. Zu lieb von ihm. Zu lieb! Das wäre so cool. Oh, nein. Okay. Hey, Big Daddy. Wow. Wo kommt jetzt eine Little Sister raus? Das war doch gar nicht geplant! Oh Gott, ich muss kurz nachladen! B! Kannst du mal chillen? Junge, von wo bin ich denn noch? Alter, jetzt geh mir nicht auf den Sack, Alter. Du siehst doch, dass ich hier gerade gegen den verkackten Big Daddy kämpfe. Mann. Nein. Ey, da geht mir auf den Sack. Da geht der mir einfach auf den Sack. Ich kämpfe gerade gegen den chillig gegen den Big Daddy, ne? Und er mischt sich da ein. Danke. Kein Ding. Danke, dass du mir geholfen hast. Kein Ding. Geht der mir einfach auf den Sack, ey. Ich krieg ja... Nee, krieg ja nicht so viel. Aber krass, dass wir so an die Little Sister rangekommen sind. Indem wir halt den Big Daddy ja, wieder entdingst haben. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Erstmal hacken. Das bitte nach oben, genau. Dann würde ich das gern eigentlich, zur Seite, danke. Oh. Das noch da. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Hier auch? Ja, alles klar. Sehr gut, dann habe ich das. Dann kann ich das so machen. Jetzt brauche ich noch einen seitlichen, wenn es noch einen gibt. Ja, hier gibt es noch einen. Ups, dahin. Zack. Schön gehackt. Jetzt können wir... Oh Gott, wir haben gar nicht mal so... eigentlich will ich mir davon nichts kaufen. Wir sind, was Muni angeht, noch recht gut dabei, würde ich schätzen. Ich würde mir halt gerade eher irgendwo ein bisschen neue Medikits kaufen wollen. Aber gut. Hast du die rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robas rüber. Okay. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lasse dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Hacking X-Men, das ist das originale Hexmart-Gen-Tonikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Ah, ja, das wollte ich. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophyll-Lösung, sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen.
Ja. Alles klar. Ja, ich gehe gerade mal alle Waffen durch, Leute. Okay, was haben wir hier noch? Wärme suchen. Ne, nehmen wir Splittergranaten. Denn ich glaube, ich beende jetzt hier erstmal den Stream. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Und ein ganz guter Ort, würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, also ich beende jetzt hier Bioshock für heute und ich glaube auch komplett den Stream erstmal. Laden wir Acadia. Oh Mann, ich hab Bock. Ich hab Bock, Leute. Ich muss irgendwann mal irgendwie mein Mikrofon anders hinstellen. Oder anders hindrehen oder so. Weil es echt mit dem Kaffee trinken ein wenig problematisch ist. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich trinke halt immer mit der rechten Hand. Und nicht mit der linken Hand. Weil, warum? Keine Ahnung. Ich könnte mir angewöhnen, mit der linken Hand zu trinken. Fangen wir gleich mal an. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch, weil hier halt mein Mikrofon im Weg ist. Aber gut, wo sind wir stehen geblieben? Hier, stimmt. Wir waren bei der Alden stehen geblieben. Hey. Ich höre wieder einen Automaten, alles klar. Erstmal wieder alles untersuchen hier. Hier noch was. Oh, da war was, da war was, da war was. Aktenschrank untersuchen, achso. Erstmal auf den Shotgun wechseln. Leiche, okay. Was ist denn hier los? Medi-Station. Ja, komm, heilen wir uns ein bisschen. Was läuft da für ein Timer runter? Ach, wir sind hier ver... Oh, warte mal. Sind wir vergiftet oder so? Oh, klar, wahrscheinlich, oder? Dann nutze ich mal schnell einen Auto-Hacker. Ich habe ja genug davon. Und ich finde ja auch recht viele und kaufe mir noch mal ein paar mehr Verbandskästen. Was haben wir hier? Wir könnten einen Auto-Hacker craften, ne? Haben uns ja mal zwei gecraftet und haben wir wieder komplett welche. Ich darf nicht Shift drücken. Ich sprinte damit nicht. Nein. Loki, hör auf. Alles klar, hier haben wir nichts mehr. Da liegt noch was auf dem Boden. Okay. Haben wir hier noch was? Ah, das ist eine Tür. Napalm aufgehoben, alles klar. Okay, da müssen wir weiter lang. Hier haben wir nichts mehr. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Wir haben gleich nur noch 30 Sekunden Zeit. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Was ist das? Nicht von der Seite aus. 946 irgendwas. Okay. Lazarus-Vektor. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley. Damals in den 20ern. Bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Ja. Okay, was ist das? Ich kann Sachen anzünden. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Oh. Okay, 9. 4.
6. Ich schätze jetzt einfach mal, das sollte eine 5 werden. Falscher Code. Okay. 9, 4, 6, 3 könnte auch noch sein. Oder wird das erst getriggert, wenn wir es wirklich wissen? 9, 4, 6, 7 vielleicht. Oder 2? 7, okay. 9, 4, 6, 7. Was? 9, 4, 6, 1. 9, 4, 6. Haben wir 3 schon? Ist doch 9, oder? Das ist eine 5, nee. Das ist doch eine 3, oder nicht? Hatten wir 3 nicht? Ja, hatten wir 3 jetzt schon genutzt, oder nicht? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, ey, what the fuck? Okay, ich probiere jetzt jede Zahl aus. 1 hatten wir schon. 3 hatten wir auch schon. 2 ist es auch nicht, okay. 9, 4... 6, 4, okay, 9, 4, 6, 5 hatten wir auch schon, 6, okay, jetzt fehlt eigentlich nur, warte mal, 9, 4, 6, jetzt haben wir noch eine 9, danach noch eine 0. Oder ist das eine 5? Ne, das ist doch eine 6. Es könnte auch eine 5 sein. 9, 4, 5, 3 oder so. 9, 4, 5, 3. Probier jetzt jede Zahl durch, Leute. 9, 4, 5. Was sieht als nächstes im nächsten aus? 7. Das ist eine 5, als ob das wirklich eine 5 ist. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich 100%ig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Wenig Chlorophyll. Was? Ich töte seit 25 Jahren. Auf was? Warum sagst du es nochmal? Muss jetzt hin. Damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japs. Alles klar, okay. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Ist dabei ihren ersten verdammten. Ich hab einen fucking Flop! Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Hä? Wer hat da gerade auf mich geschossen? Oh lol! Ich hab doch hier Panzerbrechen da. Seit wann ist da eine Kamera? War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Dann bitte erstmal das. Das ist da auch schon ganz nice. So, haben wir denn hier den Weg frei? Ja, haben wir. So. 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 Abgeschlossen. Nice. Warte mal. Bin ich jetzt woanders, als ich eben war? Nee. Oder? Nee. Nee, bin ich nicht. Warte mal, was? Hm, okay. Ja, hier war ich ja schon dran. Was willst du?
Ich hab mich gerade erschrocken vor diesem Wassereffekt, Alter. Und lol! Wo kommt die denn her? Seit wann steht da eine Nietenpistole? What? Voll nicht mitbekommen, aber okay. So, wo muss ich jetzt lang? Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Okay, zum Farmers Market müssen wir, okay. Konnte ich da lang? Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Nee. Es ist toll für dich. So nein für dich. Ups. Oh, ich habe ja immer noch die Ionenpistolen. Oh, ich habe ja gar nichts anderes. Ach ja. Da war ja was. Da ist der Notschalter für die Bots. Okay. Da will ich nicht drauf treten. Die ganzen Dinger da auch nicht. Okay, ich folge jetzt einfach mal dem Pfeil, weil hier habe ich ja soweit alles eh schon. Ne, hier war ich noch nicht, oder? Wie war ich da denn? War ich da schon mal? Ach, kein Plan. Nee, ich kann mich hier dran nicht erinnern. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Hier war ich auch schon. Ja, ich habe uns mal noch einen Big Daddy geholt, ne? Was ist das denn? Waffen-Upgrade! Whee! Reichweite, Verbrauch, Schadensimmunität, Schadenssteig, was? Generierte Hohlladung machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber immun. Das ist natürlich nett. Aber ich glaube... Ich glaube, ich upgrade weiter die Schrotflinte, weil die Schrotflinte einfach geil ist. Ja, haben wir... Ja, wir haben alle Little Sisters, also kann der Big Daddy auch bei uns bleiben, ohne dass der eine neue Little Sister beschwört. Obwohl, theoretisch macht das ja keinen Sinn, oder? Schrot. Weil wir hacken den mal eben. Wir haben einen Autohacker übrig noch. Ne, wäre genug. Dann gönne ich mir noch einmal Schrot, weil wir kaum Schrotmuni haben. 6 Schrotmuni haben wir jetzt. Ist halt ein bisschen unlucky. Muss halt jetzt einfach jeder Hit am besten sitzen. Konnte ich hier gerade? Ach da, die Leiche, okay. Okay, noch folgt uns der Big Daddy. Achtung, ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo-Square abgesiedelt. Ich nutze jetzt einfach mal ein paar Autohacker, Leute. Wir haben so viele davon, das ist... Ja, keine Verschwendung, sag ich jetzt mal. Was ist hier noch? Nichts. Und hier ist noch... Ah, bisschen Snacks. Alles klar. So, finden wir hier noch irgendwo was. Oh, wer hat da Schrotmunition dabei? Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Nein, Big Daddy! Ja, er kommt hier rein. Hihi, nice! Wir haben einen Big Daddy, der mitkommt. Das ist cool. Außer er bleibt jetzt nicht oben, das wäre scheiße. Das wäre echt ein bisschen sehr unlucky. Mein Ladebildschirme sind halt göttlich. Machen, ach, Ladebildschirme sind so schön. So schön. Ich weiß nicht. Es gibt nichts Besseres als Ladebildschirme.
Nein, mein Big Daddy ist weg. Oh Mann, oh. Mann, oh. Finde ich nicht okay. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.